Willkommen zu Martins Bushcraft. Heute geht es wieder um kleine Tricks und Tipps. Mein Paracord wickle ich so auf, dass man es im Notfall relativ schnell abwickeln kann. Und entweder mit hier so einer Schlaufe, wo man es irgendwo festhalten kann oder dran machen kann. Oder, wie jetzt mal hier auf der anderen Seite gezeigt, mit einem Karabiner. Also, wenn ich schnell an meinen Paracord kommen will, nehme ich hier diese Schlaufe und ziehe einfach daran. Und dann löst sich das Ganze auf und man hat die Länge an Paracord, die man sich vorher abgeschnitten hat. Und wie das Ganze jetzt gewickelt wird, das zeige ich euch jetzt. Zuerst mache ich mir hier eine Schlaufe. Diese Schlaufe lege ich hier zwischen Daumen und Zeigefinger und wickel dann einfach hier meine entsprechende Länge, die ich mir zurechtgelegt habe, von Paracord einfach so auf. Bei mir sind das jetzt etwas über 5 Meter. Um ein Lager aufzubauen mit dem Tarp, habe ich so gemerkt immer, dass diese Länge bei mir jetzt optimal ist. Der ein oder andere macht es halt kürzer. So, am Ende lässt man hier noch ziemlich viel über. Sag ich mal, vielleicht so ein guter Meter Schnur. Lasse ich über und dann fange ich hier an zu wickeln, so schön feste drum, auch nochmal sozusagen hier nach vorne, dass es wirklich festklemmt und dann nach hinten und wickelt es schön fest, kann das auch nochmal halten, nochmal nachziehen. Man kann das auch nochmal nach vorne schieben, das Ganze. Und wickel hier weiter. So, wenn ich am Ende angekommen bin, dann lasse ich mir ungefähr nochmal so 10 cm Stück, aber das ist jetzt wirklich nur so Pi mal Daumen. Lege meinen Daumen hier drauf, wickel einmal um den rum und ziehe dann das Ende durch hier diese entstandene Schlaufe durch und ziehe es dann hier fest. Und somit wird es hier nochmal geklemmt und mein ganzes Paracord bleibt kompakt. Und hier habe ich wieder meine, wie eine Reißleine, wo ich dran ziehen kann. Und dann kann ich das Ganze wieder abwickeln. Ja, probiert es einfach mal nach. So schwer ist es gar nicht.